So, hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es um unsere Sticky Method Feeder Pellets aus der Best Catch Pro Footer Range. Das Besondere an diesen Pellets, das heißt schon der Name Sticky Pellets, die sind ideal gedacht für das Angeln mit Method Feeder Körbe. Zeige ich euch jetzt mal kurz hier. Erhältlich in drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal Robin Red Erdbeer in Rot, einmal in Mais Betain, wie ihr jetzt hier sehen könnt, in der Farbe Gelb gehalten, sowie der klassische Fischmix in dunkelbraun-grau gehalten. Einfach ein dunkles Futter. Zur Herstellung, ihr nehmt die Pellets, füllt in eine Dose, ideal in einer durchsichtigen Dose, um einfach zu sehen, wie viel Wasser ihr reinfüllt. Dann müssen die leicht bedeckt sein und circa 30 Minuten ziehen. Jedoch nicht zu viel Wasser rein, es soll kein Brei werden, sondern die Pellets sollen einfach nur die äußere Schicht, wie ihr jetzt hier vielleicht sehen könnt, soll weich sein. Und klebrig, aber im Kern kann er noch hart sein, dass er einfach ideal am Futterkorb beim Werfen hält und am Gewässergrund sich nach kurzer Zeit extrem schnell vom Method Feeder löst und nicht schon, wenn das Futterkorb im Wasser aufkommt an der Oberfläche. Ein kurzer Tipp, wenn ihr ab 3-4 Meter Wassertiefe angelt, nachdem ihr das Futterkorb befüllt habt, ideal vielleicht nochmal mit der Hand zusammendrücken, dass es einfach noch ein bisschen fester ist, um einfach in tieferen Gewässern in der Absinkphase, dass sich das Futter erst am Grund vom Gewässer löst und nicht schon im Mittelwasser und die Pellets dort sich verstreuen auf einem größeren Futterplatz. So habt ihr einfach einen kleineren Futterplatz. Zu den Pellets selbst, die wurden extruiert. Das ist ein übliches Verfahren in der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet einfach, sie wurden heiß gepresst und dadurch bleiben einfach die Nährstoffe und der hohe Proteingehalt im Futter enthalten. Verpackt werden die ganze so in diesem Design, in dem Best Catch Pro Design. Super ist noch, jede Verpackung ist wiederverschließbar, sprich wenn ihr nicht alle Pellets braucht, könnt ihr das luftdicht wiederverschließen und einfach aufbewahren und die fliegen nicht in eurer Tacklebox rum. Im Inhalt immer 750 Gramm im Päckchen. So zur Montage, ich habe jetzt hier mal die Pellets bereits eingeweicht, wie ihr hier sehen könnt, und bereits hier in der Form eingegeben. Jetzt nehme ich meinen Method Feeder Korb, setze das hier ein, drücke es einmal fest zusammen. Dann presse ich es wieder raus und jetzt könnt ihr hier sehen, ideale Form, perfekt, die Pellets sind außen klebrig und im Kern noch hart und somit halten sie ideal beim Wurf. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt weiter tiefere Gewässer fischt, einfach nochmal von Hand festpressen und am Gewässergrund nach kurzer Zeit entfaltet es sein Aroma und löst sich vom Korb ab und ihr habt einfach einen kleinen Futterplatz. Ideal fürs Method Feeder Angeln. Probiert es mal aus. Erhältlich bei eurem Tackle Dealer die Sticky Method Feeder Pellets. In diesem Sinne viel Erfolg am Wasser. Petri Heil und dicke Fische.